السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Diejenigen Sahaba aus Badr, über die ich heute sprechen werde, der erste Name ist Hazrat Ubaid. Ubaid bin Ansari Musi war sein ganzer Name. Gemäß Ibn Hisham gehörte er den Stamm Banu Umayya an und hatte die Möglichkeit, in dem Badr und Khandak, in der Khandak-Schlacht an der Seite des Heiligen Propheten Sallam zu kämpfen. Der zweite Sahabi, über den ich spreche, heißt Abdullah bin Muaz, der Großvater von ihm hieß Baldama, so wird es berichtet. Hazrat Abdullah bin Noman gehörte dem Stamm Khazraj an und darunter Banu Fuas und war der Cousin von Abu Qatada. Hazrat Abdullah bin Noman nahm teil an der Schlacht von Uhud und Badr. Danach werde ich über Hazrat Abdullah bin Umar sprechen. Hazrat Abdullah bin Umar gehörte Banu Jazara an, dem Stamm. Er nahm teil an der Schlacht von Badr. Gemäß einer Aussage hieß sein Vater anstatt Umar Ubaid. Und einige haben seinen Großvater als Adi bezeichnet. Ibn Hisham sagt, dass sein Stamm Banu Jadara gewesen ist, während Ibn Ishaq Banu Arsa als sein Stamm ausgegeben hat. Danach werde ich über den Gefährten Amr bin Haris sprechen. Hazrat Amr gehörte dem Stamm Banu Haris an. Einige sagen, dass er Amr hieß, aber andere Überlieferer bezeichnen ihn auch als Amir. Abu Nafi war sein Name in Bezug zur väterlichen Verhältnis. Er hat sehr früh den Islam angenommen und zu diversen großen Ereignissen dabei. Abdullah bin Riyah wird der nächste Sahabi sein, über den ich sprechen werde. Er gehört dem Stamm Banu Mazen an. Sein Vater hieß Gab bin Amr und seine Mutter Rubah binte Abdullah. Er war der Bruder von Hazrat Abu Layla Mazeni und Abdullah bin Gab hatte einen Sohn namens Haris.
welcher der mütterlicherseits der Sohn von, der Name ist jetzt entgangen. Er wurde von dem heiligen Propheten Muhammad über die Kriegsausbeute bestimmt. Und genauso hat er auch bei einem fünften Teil der Kriegsbeute ein weiteres Mal vom heiligen Propheten Muhammad die Bestimmung erhalten. Hazrat hat er durfte an der Seite des heiligen Propheten Muhammad an diversen Schlachten auch mitkämpfen. Während der Ära von Hazrat Usman radhiyallahu anhu als Kalif verstarb er und das Namaz-e-Janaza wurde ebenfalls von Hazrat Usman geleitet. Der nächste Sahabi, über den ich berichten werde, heißt Abdullah bin Qais. Er gehörte dem Stamm Banu Najjar an und sein Großvater wird in den Sirat-Büchern Abu Haris bezeichnet. Der Sohn von Abdullah bin Qais hieß Abdurrahman und die Tochter Umera und die Mutter von ihnen hieß Suad bin Qais. Er hatte noch eine weitere Schwester, die Umme Om genannt wurde. Das in dem Schlacht von Badr und Uhud nahm er teil. Es wird auch berichtet, dass er in der Schlacht von Uhud dem Märtyrertod verstarb. Aber andere Lieferungen wiederum sagen, dass er weiterlebte und erst an der Seite des Heiligen weitere Dienste erbrachte und schließlich in der Ära des Hazrat Usman verstarb. Ein weiterer Sahabi, über den ich berichten werde, heißt Hazrat Salma bin Aslam. Hazrat Salma bin Aslam gehörte Stamm Banu Harsa an. Harsa bin Haris, sein Vater hieß Aslam. Nach einer Überlieferung hieß sein Großvater Harij. Und nach einer anderen Überlieferung hieß der Haris. Hazrat Salma bin Aslams Mutter hieß Suad bin Rafi. Und Hazrat Salma bin Aslam hat in Badr, Uhud, Khandak und allen weiteren Schlachten an der Seite des heiligen Propheten Muhammad gekämpft. Und in Badr hat er Saib bin Ubaid und Numan bin Amr festgenommen. Er verstarb in der Schlacht von Jisr in der Ära von Hazrat Umar radiallahu anhu. In den vergangenen Khutbat, Freitagsansprachen, habe ich bereits die Einzelheiten und Details zu dieser Schlacht bereits erwähnt. Es war ein großer Krieg, welcher zwischen den Muslimen und den Iranern, Persern, ausgefochten wurde. Das war eine Brücke, die über einen Fluss gebaut wurde, wodurch die Muslime in ein Gebiet eindringen konnten. Und es wurden auch Elefanten seitens der Perser benutzt. Beide Parteien, insbesondere die Muslime, haben große Verluste verzeichnet in diesem Krieg. In einigen Überlieferungen ist es wird mit einem mit einer Ambivalenz wird dennoch gesagt, dass er ungefähr 38 Jahre ungefähr alt geworden ist und über die Wunder des heiligen Propheten in den Schlachten wird auch erzählt, dass dieser Sahabi Hazrat Salama sein Schwert ist bei der Schlacht kaputt gegangen. Die Spitze ist abgebrochen
Und der heilige Prophet Muhammad hat ihm einen Stock gegeben, womit er weitergekämpft hat und diese auch bei sich behalten hat bis ans Ende des Lebens. Hazrat Salma ist an dem Tag von, so wird es in einer weiteren Überlieferung berichtet, am Tage von der Schlacht von Badr, sein Schwert ist kaputt gegangen und der heilige Prophet Muhammad hat ihm einen Stock in die Hand gegeben und ihm gesagt, kämpfe damit. Und später war das sein Schwert, was bis Ende seines Lebens mit ihm blieb. Ibn Sa'd berichtet, dass während der Schlacht von Khandaq die Flagge der Muhajirin Zaid bin Harsa trug und die Flagge von den Ansar Sa'd bin Ma'ad in die Hand hielt. Der heilige Prophet Muhammad hat Hazrat Salma bestimmt, 200 Personen anzuleiten und zu führen. 200 Personen und Zaid bin Harsa, der Anführer der, und der Flaggenhalter von den Ansar war, durfte 300 Soldaten, Personen führen. Und diese waren dazu bestimmt, Medina zu beschützen, denn Banu Qurayza, der Stamm Banu Qurayza, von ihm befürchtete man, dass sie von innen heraus einen Angriff auf die Muslime, auf die Kinder und Frauen starten würden. Es gab eine Intrige, den heiligen Propheten Muhammad zu töten. Diesbezüglich schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass die große Schmach über die Schlacht von Ahzab tief in den Köpfen und Herzen der Kuffar saß und diese große Rachegefühle in sich hegten. Abu Sufyan, der Anführer der Quraysh, der Kuffar, der Ungläubigen, hat sein Groll so allmählich begonnen zu äußern und die Feindseligkeit der Ungläubigen galt der Person des heiligen Propheten Muhammad. Und Abu Sufyan dachte sich, wenn diese Kriege und dieses offensive Angreifen dem Propheten Muhammad nicht schadet, so sollte man das durch eine Intrige herrichten. Und er wusste, dass um den heiligen Propheten Muhammad, dass der heilige Prophet nicht immer durch einen Schutzring von Personen beschützt wird und er sehr oft in der Öffentlichkeit ohne Schutz herumlief, in den Straßen auch war und fünfmal am Tag zur Moschee Nabwi kam, auf seinen Reisen vollkommen frei und unbekümmert war. Welche Möglichkeit besser als diese würde sich anbieten, den heiligen Propheten Muhammad zu schaden? Und Abu Sufyan hat demnach seine Planung, um den heiligen Propheten Muhammad zu töten, intensiviert. Und als er eine Möglichkeit für sich sah, hat er zu seinen Freunden und Freunden gesagt, gibt es niemanden unter euch, der es wagen würde, nach Medina zu gehen und den Propheten Muhammad töten? Denn ihr wisst es doch, dass er frei und ungeschützt durch die Gassen von Medina läuft. Als diese Jugendlichen dies hörten, haben die sich fest zu Herzen genommen, den heiligen Propheten Muhammad zu töten. Es waren noch nicht viele Tage vergangen, dass ein Jugendlicher zu Abu Sufyan kam und sagte, ich habe über deinen Plan, Propheten Muhammad zu töten, gehört und ich bin bereit dazu. Ich bin eine Person mit einem starken Herzen und Entschlossenheit
Und auch körperlich sind meine Angriffe sehr, sehr gezielt und stark. Und wenn du mich dafür beauftragen würdest, bin ich bereit, nach Medina zu reisen. Ich habe ein starkes Messer und das kann ich auch gut verstecken. So würde ich nach Medina reisen und den Propheten, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, töten und mich dann schnell einer Karawane anschließen, wodurch die Muslime mich nicht mehr festnehmen können. Und ich bin darüber hinaus, sagt er auch noch, sehr kundig über die Straßen und dem Gebiet von Medina. Abu Sufyan gab ihm demnach Ausrüstung und Proviant für die Reise und ein Kamel, wodurch er ihn losschickte auf die Mission. Als er Mekka verließ, Richtung Medina, reiste er und versteckte sich da, wo er sich zu verstecken hatte. Am sechsten Tag eilte er nach Medina und kam an. Und als er zur Moschee kam, zu der Moschee des Heiligen Propheten Muhammad kam, saß der Heilige Prophet Muhammad bereits in der Moschee. Denn in diesen Tagen kamen viele Personen, um den Heiligen Propheten nach Medina zu treffen, in Medina zu treffen. Und niemand witterte irgendeinen Verdacht, als er die Moschee betrat. Als der Heilige Prophet ihn zu sich entgegenkommen sah, sagt er, dass diese Person eine falsche Absicht hat. Der Heilige Prophet Muhammad äußerte dieses Bedenken laut und er hörte dies auch, den Heiligen Propheten Muhammad sprechen. Und daraufhin eilte er noch schneller zum Heiligen Propheten, um ihn anzugreifen, aber ein Sahabi kam dazwischen und hielt ihn auf und er verletzte sich dabei, der Angreifer, und schrie danach, oh, ich wurde verletzt. Als man ihn ausfragte, in welchem Auftrag er gekommen sei, sagte er, nur wenn ich die Wahrheit sage, werdet ihr mich freilassen. Daraufhin sagte man ihm, dass wenn er die Wahrheit sagen würde, käme er frei. Daraufhin sagte er dem Heiligen Propheten all das, was sich hinter seinem Angriff verbarg und dass Abu Sufyan ihn geschickt hätte, und beichtete das vor dem Heiligen Propheten. Daraufhin blieb er einige weitere Tage in Medina bei dem Heiligen Propheten aus freiem Willen und nahm den Heiligen Propheten an und trat so dem Islam bei. Der Heilige Prophet entschied sich, Gespräche mit den Mekkanern zu führen und das herausfinden zu lassen, was nun die Absichten der Mekkaner sind, dass sie solche Intrige stiften. Daraufhin schickte er zwei seiner Sahaba, zwei seiner Gefährten nach Mekka. In Anbetracht diesen intriganten Vorgehensweise von Abu Sufyan, den Heiligen Propheten zu töten, als Umayyah und sein Gefährte, also die beiden Sahaba, in Mekka ankamen, die vom Heiligen Propheten entsandt wurden, sind die Mekkaner aufmerksam geworden und diese kamen dann zurück zum Heiligen Propheten. Auf dem Weg trafen sie weitere zwei Personen, die wiederum entsandt wurden, die Verhältnisse und Umstände in Mekka auszuspionieren und den Mekkanern zu sagen. Und es liegt nicht weit, es liegt nicht fern, dass diese beiden ebenfalls entsandt wurden, nun zu zweit einen Angriff auf den Heiligen Propheten zu starten. Aber durch die Gnade Allahs haben die zurückkehrenden zwei Gesandten des Heiligen Propheten diese unterwegs getroffen und sie zum Kampf
Und einer dieser Spione wurde diesem Kampf getötet und der andere festgenommen und mit nach Medina genommen. Das Jahr ist umstritten bei den Historikern über dieses Ereignis. Manche schreiben, dass es 6 Hijri war. Und andere große Gelehrten wiederum sagen wiederum, dass es in einem anderen Jahr passiert ist, aber Mirza Bashir Ahmad Sahib hat in seiner Analyse, das ebenfalls im Jahr 6 nach Hijri eingeordnet, aber Allah weiß natürlich am besten, was Tatsache ist. Zur Sulah Hudaybiyah, also dem Friedensvertrag von Hudaybiyah, heißt es, dass eine Sahabia berichtet, dass sich an diesem Tag den heiligen Propheten Muhammad anschaute. Er saß und zwei Sahaba unter ihnen Hazrat Abu Salama, über den berichtet wird, den heiligen Propheten Muhammad beschützten als Als einige Entsandten von den Quraysh ihre Stimme dem Propheten Muhammad gegenüber erhoben, sagten diese Sahaba zu denen, dass sie ihre Stimme niedrig und leise halten sollten, dämpfen sollten. Jamil bin Dhuba war die Mutter von diesem Sahabi, und gehörte einem Stamm der Quraysh an. Hazrat Saad bin Noman war der Bruder von ihr, welcher in 2 großen Schlachten an der Seite der Muslime kämpfte, als Muslim. Und die 2 Personen, die in der Schlacht von Uhud zu denjenigen gehörten, die plötzlich aufhörten zu kämpfen, weil sie dachten, dass der Krieg verloren war, gehörten auch diese Sahaba an. Und als die beiden zurück zu dem heiligen Propheten Muhammad sallam kamen, haben berichtet, dass sie eben diesen Schritt gegangen sind, dass sie vorzeitig weggelaufen waren. Der heilige Prophet Muhammad sagte, ihr seid einen Weg gegangen, der breit und offen war. Also hat der heilige Prophet Muhammad so ihre Schwäche gut bedeckt gehalten und das auch auf eine großartige Art und Weise vergeben und nicht nachgetragen. Hazrat Abdullah bin Sa'ad ist der nächste Sahabi, Hazrat Abdullah bin Sa'ad, über den ich berichte. Er gehörte Bani Zawr an und diese verpartnert waren mit Bani Aschel. Verbündete von Bani Aschel waren. Hazrat Abdullah's Name wird auch von einigen als Zaid bezeichnet und als Rafi. Sufyan bin Tahyan war seine Mutter, welche die Schwester von Abul Hasan bin Tahiyan war. Rafi bin Sahal war sein Bruder. Hazrat Abdullah nahm an der Schlacht von Badr teil. Sein Bruder Rafi nahm an der Schlacht von Uhud und Khandaq an seiner Seite teil und durfte den Märtyrertod sterben. Er wurde auch durch einen Pfeil getötet. Ich habe Hazrat Abdullah gefragt, sagt Hazrat Murida, warst du in der Schlacht von Badr beteiligt? Nahmst du daran teil? Daraufhin sagte er, ja, ich habe sogar in Bet-Ukba teilgenommen. Ein Gebiet, was sich 8 Meilen entfernt von Medina befindet, hat auch er gemäß Sirat al-Nabi dem Buch Subul al-Huda wird berichtet, dass dieser auch mit seinem Bruder, welche dem Stamm Abu Aschel angehörten,
Als diese beiden zurückkehrten von der Schlacht von Uhud, waren sie sehr verwundet. Sie waren also verwundet aus der Schlacht. Und als die beiden den heiligen Propheten Muhammad sallam in dem Gebiet, was am Raul trafen und hörten, dass der heilige Prophet Muhammad sallam in diesem Gebiet 8 Meilen von Medina entfernt befindet und es ihm sagen wollten, dass sie an der Schlacht nicht sich dachten, dass sie nicht zurückbleiben dürfen bei der restlichen Schlacht, haben sie ihre Glaubensstärke gezeigt und sie hatten auch nichts, worauf sie dahin reiten konnten, kein Gefährt oder ähnliches. Und sie begannen in diesem verwundeten Zustand zu Fuß zum heiligen Propheten Muhammad zu gehen. So gebrochen liefen sie dem heiligen Propheten Muhammad zu. Und Hazrat Rafi war sehr, sehr verwundet. Und beide waren verwundet. Derjenige, der etwas weniger verwundet war, hatte in manchem Streckenabteil seinen Bruder in den Schoß genommen und ihn gehoben und gelaufen, bis hin, sodass sie zur Zeit von Isha zum heiligen Prophet kamen. Die Sahaba hatten das Lager aufgeschlagen und beide wurden dem heiligen Propheten zu dem Propheten gebracht. In dieser Nacht hat Hazrat Abu Ibad bin Bishr den heiligen Propheten beschützt und war bestimmt, ihn zu schützen. Als sie vom heiligen Propheten gefragt haben, was hat euch aufgehalten, euch schneller anzuschließen? Und diese beiden berichteten dann davon, was ihnen geschah. Und der heilige Prophet betete für sie und sagte, wenn ihr ein langes Leben haben werdet, werdet ihr Pferde und Kamele und Esel für euren Nutzen, um darauf zu reiten, bekommen. Aber diese werden aber die Reisen, die ihr mit diesen Gefährten zurücklegen werdet, auf die ihr reiten wird, werden nicht erhabener und glückseliger für euch sein als die Reise, die ihr zu Fuß und voller Schmerzen und Verletzungen zu mir heute unternommen habt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt ebenfalls darüber, dass über dieses Ereignis von Uhud, dass die Einzelheiten zu diesem Ereignis wie folgt sind, dass nach der Schlacht von Uhud eine Nacht voller Furcht in Medina war, denn obwohl man sah, dass die Truppe der Mekkaner wieder zurück auf dem Weg nach Mekka waren, aber man befürchtete, dass die Muslime in Medina das unterschätzen würden und dass ein Trick von den Mekkanern ist, ihre Richtung irgendwann zu wechseln und Medina wieder anzugreifen. Also man wollte unbekümmert und naiv sein und deshalb hat man den heiligen Propheten Muhammad geschützt, aber auch die ganze Stadt versucht irgendwie zu beschützen. Und als der Tag anbrach, hatte man da tatsächlich festgestellt, das war nicht nur eine falsche Annahme, denn man hat am nächsten Morgen mitbekommen, dass die Truppe von Quraysh tatsächlich nach einigen Meilen angehalten, Lager aufgeschlagen hat und über die Nacht habe man diskutiert, dass man am nächsten Tag einen großen Angriff auf Medina wieder starten sollte und einige haben sich sogar gegenseitig durch den Vorwurf angestachelt, dass
man ja gar nicht den Mohammed, Gott bewahre, getötet hat. Ihr habt die Muslime nicht heftig genug geschadet und noch habt ihr die Stadt Medina richtig angegriffen. Also ist immer noch Zeit, um am nächsten Morgen zurückzukehren und die Muslime vollkommen existenziell zu schaden und zu vernichten. Denn nicht, dass ihr diesen so etwa gewonnenen Krieg in eine weitere Schmach verwandelt, indem ihr nicht einen klaren Sieg verzeichnet und zurückkehrt. Und in China sind sowieso verwundete Menschen und die würden wir schnell töten können. So hat sich diese Meinung in dem Lager der Kuffar durchgesetzt und als der heilige Prophet Muhammad sallam davon hörte, hat er alle Sahaba, die in Uhud teilgenommen haben, zusammengerufen und angeordnet, es werden nur diese Gefährten, ob sie verwundet sind, nicht kämpfen können, teilnehmen, die bereits am Tag davor an dem Ort Uhud in der Schlacht teilgenommen haben. Und dieser Segen ist nur ihnen vorbehalten. Alle, die nicht davor teilgenommen haben, dürfen auch jetzt nicht teilnehmen. Diese Truppe des heiligen Propheten Sallam schritt voran, um den Angriff der ungläubigen Kuffar aufzufangen. Und nach einigen hunderten Metern sahen sie zwei Muslime, die getötet wurden durch die Quraysh. Der heilige Prophet Muhammad sallam ließ diese beiden begraben. Und weil es schon tief in der Nacht war, hat er angeordnet, diese dort bereits zu beerdigen. Und das war dann auch der Ort, an dem der heilige Prophet sallam 8 Meilen Amrah al-Asad, in dem Ort von Amrah al-Asad, sein Lager aufschlug. Und der heilige Prophet sallam ordnete an, dass man an vielen Orten das Feuer entzünden sollte, damit die Kuffar, und es war auch so, dass die Kuffar dann annahmen, dass es ein großes Lager ist und das sehr viel Furcht in ihre Herzen gesetzt hat. Am nächsten Tag, als man in dem Gebiet, in dem Ort Roha, welches sich 40, eine Person von den Quraysh, die dem heiligen Propheten Sallam wohlgesinnt war, traf den heiligen Propheten Sallam und reiste zurück nach Mekka und sah, dass tatsächlich die Truppe, also ein Reisender, der heilige Propheten Sallam vorher traf und dem heiligen Propheten Sallam wohlgesonnen war, merkte auf seiner Rückkehr nach Mekka, dass die Ungläubigen 40 Meilen entfernt wiederum für einen Angriff bereit machten. Er sagte ihnen, dass ich gerade von Medina komme und dort gesehen habe, dass der Prophet Muhammad mit seiner großen Truppe und einer entschlossenen, furchteinflößenden Gruppe euch entgegenkommt und bereit ist, es mit euch aufzunehmen. Das hat die Mekkaner so sehr große Furcht in die Herzen gesetzt, dass er gänzliche Entschlossenheit dahin schwand und diese sich entschlossen, feige zurück nach Mekka zu gehen und nicht den heiligen Propheten sallam anzugreifen. 5 Tage war der heilige Propheten sallam bis dahin schon aus Medina raus und nach fünf Tagen kehrte er dann mit seinen Gefährten zurück nach Medina. Hazrat Utba ist der nächste Sahabi, über den ich sprechen werde. Ibn Ishaq sagt, dass er dem Stamm Utba bin Ria gehörte, dem Banu Lehzan verbündet war und Banu Behra sein
sein Stamm war. Einige sagen auch, dass er den Os angehörte. Wie dem auch sei, er nahm teil an Uhud und an Badr, an der Schlacht teil. Es wird berichtet, dass er in der Schlacht von Yarmouk zu den Umara gehörte, die in diesen späteren Kriegen auch teilnahmen, in der Schlacht von Yarmouk. Darüber wird berichtet, dass nach 12 nach Hijra Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu die Truppen der Muslime nach Syrien entsandte und Hazrat Amr bin As Richtung Palästinenser und Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah und Hazrat Abu Shurabi bin Hassana waren geboten, dass sie in den hohen Gebieten Syrien passieren und dann das zu dem angrenzenden Gebiet gehen. Und diese 7000 Gefährten und Herakles eilte mit einer großen Truppe den Muslimen entgegen. Er hat den Feldherren der Muslimen zu entgegnen ebenfalls seine Truppe aufgeteilt und diese entsprechend zugeordnet. Und es waren sehr, sehr viele Muslime und viele auch, die sich den Muslimen oberflächlich angeschlossen hatten und nicht so fest im Glauben waren. Diese haben in Angesicht ihrer kleinen Anzahl große Furcht bekommen vor der Truppe von Herakles. Und Hazrat Amr sagte ihnen, dass sie sich an einem Ort versammeln sollten. Und wenn ihr eng zusammenbleibt und die Kriegsstrategie mitmacht, dann werden sie nicht gegen euch gewinnen können. Wenn aber die Truppe, wenn aber die Truppen zerteilt sind, dann wird keiner von uns überleben. Also an dem Ort von Yarmouk haben alle muslimischen Truppen sich vereint und genau das hat auch Abu Bakr Siddiq al-Tananhu angeordnet. Und ihr seid die Helfer, der Allahs Helfer ist. Und er hat euch bestimmt, diese Schlacht kämpfen. Also Abu Bakr hat gesagt, aber wegen eurer geringeren Anzahl werdet ihr niemals verlieren. Denn ihr werdet niemals von den Feinden überwältigt werden, denn ihr kämpft für die Sache Allahs. Und er sagte, wenn wir aber sündhaft sind, dann werden auch 10.000 Sündigen von uns auch nicht gegen 10.000 Sündigen ankommen können. Wenn also unter euch die meisten und viele von euch in einer sündigen und nicht darauf achten, ihren Sünden zu befreien, dann werdet ihr auch in einer größeren Anzahl niemals obsiegen können. Deshalb sollte jeder von euch in den Gebeten teilnehmen und diese umzingeln dann eine Truppe von den Gegnern und Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ordnete aus Irak Truppe an, sich den Muslimen im Nachgang anzuschließen. Hazrat Khalid bin Walid kam an sagte, dass wir einen Anführer brauchen über all diese all die böhmischen kleinen Truppen und als sich die muslimische Truppe zu einer großen Truppe vereinte, sagt man, dass es ungefähr 37.000, 40.000 waren, im Gegensatz zu den Feinden, die 200.000 Personen
Truppe ausmachten. Hazrat Khalid bin Walid wurde von allen als Anführer der großen muslimischen Gruppe bestimmt. Und 120.000 Personen wurden auf der Gegnerseite festgebunden, dass sie in Ketten festgebunden, miteinander gebunden, dass sie nicht weglaufen können. 40.000 Personen hatten sich mit dem Tuch ihrer Turban aneinander festgebunden, dass sie nicht weglaufen. Es gab hunderte, tausende Priester, die zur Schlacht anregten und anstifteten. Es wird eine kleine Gruppe unter ihnen mit ungefähr 40 Personen angeführt von Utba bin Rabi angeführt. Hazrat Khalid sagte, das ist eine sehr große Anzahl von dem Feind. Aber wenn wir auf diese Weise, mit dieser Strategie zusammenhalten und uns aufstellen, dann werden wir in einer sehr geringen Anzahl auch sehr viel erscheinen. 100 von ihnen waren unter denen, die an Badr schon teilgenommen haben, an der Seite des Heiligen Propheten. Es war ein brutaler Kampf, eine sehr intensive Schlacht und eine. Ein Entsandter aus Mekka kam zu der großen Schlacht und die Menschen merken, dass er eine Nachricht hat, aber diese zurückhält. Er ist nur zu Khalid bin Walid gegangen und hat Khalid bin Walid während der Schlacht berichtet, dass Abu Bakr Sadiq verstorben ist. Hazrat Khalid bin Walid nahm den Brief entgegen und behielt ihn bei sich, denn er hatte die Befürchtung, dass eine solche Nachricht die Muslime sehr, sehr treffen wird und dass sich auswirken wird auf der Schlacht. Bis zum Abend waren 3000 Muslime zum Märtyrer geworden und man hatte aber die große Gruppe der Gegner bereits zurückschlagen können und welche dann zu fliehen begannen. Nasrin Antakya, Juma, Jizin, Ostal Azaz, all diese Gebiete, Suluk, Raban, all diese Gebiete wurden mit einer Leichtigkeit erobert von den Muslimen. Und das verbreitete sich sehr schnell in dem ganzen Reich, dass die Muslime dies erobert haben und im Vormarsch sind. Für das heutige Khutba, für die heutige Ansprache ist es ausreichend. Inshallah werden wir an dieser Stelle anknüpfen. Bald wird Ramadan beginnen. Ich möchte an dieser Stelle über eine verstorbene Person sprechen. Ich werde einen Janaza nach dem Namaz leiten. Mukarrama Sadia Begum Sahiba, welche die Tochter des Enkels, welche die Enkelin von Mr. Bashir, Ahmad Sahiba, er war die älteste Tochter seiner ältesten Tochter. Hazrat Mirza Rashid Ahmad Sahibs Tochter war sie. Hazrat Muslim Maud Razilatallah Anhu und Hazrat Umme Nasir hatten einen Sohn, Hazrat Mirza Anwar Anhu, und dieser war mit ihr. Also der Sohn von Muslim war mit ihr verheiratet. Und aus dieser Hinsicht war sie auch die Frau meines Onkels mütterlicherseits. Hazrat Mirza Rashid Ahmad Sahib war der Sohn von Mirza Sultan Ahmad Sahib. Und wie ich bereits sagte, Hazrat Mirza Rashid Ahmad, er war die Tochter von der ältesten Tochter von Hazrat Mirza Rashid Ahmad Sahib, welche Amtus Salam hieß.
Hazrat Ammajan radhiyallahu anha hat in Rabwa die letzte Hochzeit, die sie in ihrem Leben in Rabwa teilnahm, war ihre Hochzeit von der verstorbenen Dame. Sie war die ältere Schwester von der Frau von Khalifa Rabe, von Hazrat Asfa Begum Sahiba. Drei Brüder, ihre Schwester Anissa Fauzia Sahiba schreibt, dass sie die älteste Tochter im Hause war. Also haben die Eltern sehr viel Wert auf ihren Rat gelegt. Und auch, dass sie immer den Erwartungen ihrer Eltern entsprach. Als Muslim sagte über die Familie, in der sie heiraten sollte, dass es eine sehr gute Familie ist und er selber zwei Schwiegertöchter aus dieser Großfamilie hat. Also einmal die Frau von Khalifa Rabi, die sehr, sehr liebevoll sind und die große Familie sehr gut verstehen, noch enger zu binden. Sie pflegte stets, die Bedürfnisse der bedürftigen Menschen zu erfüllen, war sehr empathisch und war auch sehr einfühlsam und besaß sehr viel Mitleid. Sie ging auch sehr gut mit ihren Bediensteten um. Eine ihrer Tochter schreibt, dass sie ihre Bediensteten so erzog und so behandelte, dass sie selber von ihr forderte, ich brauche dasselbe Schmuck und dieselbe Mitgabe in die Hochzeit, wie sie ihren leiblichen Töchtern gegeben hatte. Und genauso hat sie das auch erfüllt. Möge Allah Ta'ala ihrer Nachkommenschaft auch die guten Eigenschaften und die guten Taten ihrer Mutter fortsetzen lassen und immer auf einen guten Pfad bringen und eine feste Bindung zu der Jamaat und Khilafat gewähren. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر